Wenn ich jetzt gerade ausfahre, geht's. Aber trotzdem hier, ich hüpfe erstmal so. Was? Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer Runde Disney Infinity. Das Ganze ist ein mehr oder weniger neues Spiel von Disney, und zwar ist das Ganze kostenlos. Man kann sich dann irgendwie mit echtem Geld Charaktere kaufen, wie beispielsweise die Avengers habe ich hier am Start. Ich habe hier den Iron Man und sitze gerade auf einem richtig schnieken Motorrad. Diese scheiß Passanten gehen hier einfach... Alter, lasst mich hier mal bitte. Könnt ihr vielleicht diese... Ey, was ist denn mit dieser Oma los? Juckt mich nicht. Ich gehe die ganze Zeit gegen ihn. Ja. Ja, Sache ist, ich habe mir gedacht... Das, oh, da redet einer mit mir. Ich soll irgendwie... bitte, das ist... Alter, was geht? Guckt euch das mal an, Alter. Oh, Junge. Ich habe das Spiel vorhin schon ein bisschen angezockt. Ich bin hier Iron Man und musste vorhin so ein paar Eiskönige, Alter, das Lenken... Das Lenken mit dem Motorrad kann ich noch nicht so gut. Ich habe vorhin schon ein bisschen angezockt in der Arena von diesem, in dem Stark Tower hier mit dem Iron Man, um herauszufinden, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Und bin jetzt hier in der Open World. Also das ist so ein bisschen wie GTA, nur nicht so krass mit den ganzen Waffen. Aber Alter, gebt euch das mal, diese ganzen Autos. Ich muss da nur einmal gegenfahren. Ist irgendein Coin... Du hast deine Mixmünze gefunden. Sammle sie damit. Okay, chillig. Wo sind Passanten? Wo sind Passanten? Da ist jemand. Treffe ich den? Treffe ich den? Das ist eine Parkuhr, ich Vollidiot. Hey, ich bin Luca. Ich verwechsel Passanten mit Parkuhren. Ja, ja, Stark Tower. Ich bin sofort da. Passanten. Auch richtig cool ist, wenn man so einen Passanten einfach hochhebt und dann irgendwie auf so ein Auto drauf wirft. Das juckt den einfach nicht. Der fliegt da drauf, denkt sich so, YOLO, zack, ich laufe einfach weiter. Guck mal, die hier sieht so ein bisschen aus wie Krancrafter. Komm, nehmen wir mal. Guck mal, die spricht sogar auch so. Nehmen wir mal Krancrafter und grünes Auto, ist ja seine Lieblingsfarbe. Ja, juckt die nicht. Kann ich eigentlich Autos... LOL, ich kann Autos hochheben, Mann. Bestimmt, wenn ich mein Auto auf ein Motorrad, auf mein Motorrad drauf werfe, geht bestimmt das Auto auch kaputt, oder? Alter, wahrscheinlich. Ich gehe erstmal zum Stark Tower, damit ich hier noch ein bisschen... Wow, fuck, Mann. Das ist wie Motorradfahren mit einem leistungsfähigen, hochmodernen Turbomotor. Ja, ich habe ein Shield-Motorrad in der Toybox. Oh, Alter, let me take a selfie. Tschüss! Stellt euch mal vor, da kommt einer dann echt zu mir hin. Hey, Conny. Oh, meine Facecam ist verschwommen. Hey, Conny, können wir ein Foto machen? Ja, klar. Und dann nehme ich den schon einfach weg, Mann. Wie geil wäre das denn? Kann ich diesen Typen hier irgendwie hochheben? Nee, kann ich nicht. Kann ich den boxen? Oh, lol. Geh sterben, Alter, du Quack. Blöd, Mann. Junge, juckt ihn nicht. Was ist, wenn ich sein Auto nehme? Ja, okay, das Auto juckt's auch nicht. So, ich guck mal, ob ich jetzt hier irgendwie ein cooles... das ist nur der Fähigkeitenbaum. Ich brauche irgendwie meinen... Ich brauche mal eine Karre. Ah, hier. Nee, hä? Oh, lol. Was geht, Alter? Also, ich muss echt sagen, da hinten ist das Chrysler Building. Mir gefällt das. Da ist das Empire State Building. Nee, da ist das Empire State Building und das ist das Chrysler Building. Ich Vollidiot, ich war noch nie in New York. Ist doch eigentlich eine Stadt, die mich nicht so reizt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also mal eben so ein bisschen off-topic. New York reizt mich nicht so. Mich reizt eher so Kanada. Etwas so in die Richtung Natur. Alter, aber was geht denn? Ey, das sieht echt alles mega nice aus, muss ich eigentlich mal sagen. Also die Grafik ist zwar so ein bisschen Comic-mäßig gehalten und ich habe die Grafik jetzt auch nicht auf Vollpower stehen, weil ihr wisst, ich habe nicht so einen geilen PC. Aber mein neuer PC kommt in 11 Tagen wahrscheinlich. Aber, ich weiß nicht, ich feiere das, Alter. Boah! Alter, wie weit ich hier gucken kann. Okay, ich war alles zerstören. So wie mit den Autos, Alter. Bam, 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 bam. Oi, 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 oi. Wieso ist da oben eine Reklame von Spider-Man und nicht von mir? Hey, da hinten ist die Freiheitsstatue. Wollen wir mal einfach, kann ich nicht hier irgendwie mit einem Doppelsprung vielleicht irgendwie... Nee, oh, das war genau das, was ich vermeiden wollte. Ey, ich muss echt sagen, es macht mir Spaß. Das Spiel ist zwar wirklich eher... Also man sieht schon, es ist eigentlich nicht so für mein Alter, also für 18-, 19-Jährige so um den Dreh. Alter, das ist echt einfach... Was geht, Mann? Ich muss echt sagen, es gefällt mir. Das ist so ein bisschen schwachsinnig, aber es ist cool. Guckt euch diese Kacke an. Ah, hier kann ich mir mein Fahrzeug herbeirufen. Das, aber ich habe halt nur ein Shield... Motorrad. Aber naja, das ist auf jeden Fall schon mal ganz geil. Und jetzt habe ich ja gerade erfahren, dass ich eine Mission habe. Ey, es ist echt schwer zu steuern. Ladet euch das mal selbst runter und sagt mir dann, wie ich das richtig... Oh, ich habe eine Münze. Guck mal, hier ist das direkt. Dann mache ich mal eben hier zack und rette eben die Welt. Okay, was ist jetzt... Ah! Das ist halt ganz easy. Man kann sich einfach hinstellen und die ganze Zeit so komische Teile schießen mit Iron... Oh, da sind mehr als nur einer. Na, dann kann ich das natürlich nicht machen. Jetzt kommen wir wieder hier und jetzt ausweichen.
Und Kombo. Mach doch die Kombo jetzt. Da und bam. Ah, der ist schon tot. Infinity. Also man muss echt sagen, das Spiel hat keine richtige Handlung. Es ist halt einfach nur so ein bisschen Open-World-mäßig. Und man hat ein paar Missionen, muss die aber nicht machen, sondern man kann auch einfach nur hier im Park so ein bisschen Spaß haben und irgendwelche Bänke zerschlagen oder irgendwelche Laternen oder einfach rumfliegen oder so. Aber ich mache jetzt mal eben, ich gehe mal zu meinem Motorrad. Kann ich eigentlich irgendwie schneller laufen? Oh, ich habe es schon wieder abgeschossen. Ey, guck mal, das blibbert richtig cool. Blum, blum, blum. Ab zum nächsten Ziel, von dem ich gerade weggefahren bin. Chillig, er kann mit Motorrad rückwärts fahren. Gut. Ja, ist halt echt so. Ich bin halt wirklich einfach weggefahren, obwohl mein Ziel direkt hier ist. Nein. Alter, der kann hüpfen? Er kann einfach hüpfen auf dem Motorrad. Was? Oh, kann er doch nicht. Drück und halte Spacebar, um zu schweben. Was? LOL. Was geht? Alter, ich kann einfach hochfliegen. Ah ja, ich bin ja auch Iron Man, stimmt. So, was geht hier jetzt ab? Muss ich nicht hier irgendwie was machen oder irgendwie so? Ah, ich muss benutzen. Und jetzt? Eins von drei. Und jetzt habe ich irgendwo anders ein nächstes Ziel. Ich habe aber keinen Bock, diese Mission zu machen. Ich bin doch so jemand, der GTA spielt, aber nicht die Mission macht, sondern cheatet und dann mit dem Helikopter auf ein Hochhaus fliegt und dann einen Polizisten abknallt oder irgendwie sowas. Mein jetziges Ziel ist zur Freiheitsstatue. Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe ein Ziel, ich habe eine Mission. Bei GTA standen hier immer so Helikopter oder... Oh ja, oh fuck. Das ist aber kacke, wenn man im Wasser tot ist. Das ist ein bisschen doof. Ich schwebe da jetzt einfach rüber, Freunde. Ich schwebe da jetzt hin. Habe ich irgendeinen Balken, der mir sagt, dass ich nicht mehr schweben kann oder so? Oder irgendeine Energie? Ich komme der Freiheitsstatue näher. Das muss man sagen. Ey, ich kann einfach während des Schwebens auch noch schießen. Das geht. Ich schieße einfach die Freiheitsstatue ab. Da unten ist übrigens so ein cooler blauer Balken. Ihr seht schon oben, ich habe so... jetzt muss ich natürlich treffen erstmal, ne? Das ist wie meine Landebahn jetzt hier. Guck mal, da links sind auch so richtig hohe Türme. Ich verstehe nicht, wie diese Stadt aufgebaut ist. Ihr seht oben links sind dieses Blaue und das wird jetzt beispielsweise auch ein bisschen mehr. Das sind so Sachen, mit denen ich mir später meine Charaktere irgendetwas kaufen kann oder mir Charaktere kaufen kann. Glaube ich. Als ich es angespielt habe, war das auf jeden Fall so. Ich fliege jetzt erstmal diese Freiheitsstatue hoch. Ich weiß, oh, da oben ist ein komischer Block. Sind wir hier etwa in Minecraft? Ich habe eine Bonusbox gefunden. Durchsuche das Playset mit unterschiedlichen Figuren, um alle zu finden und zu öffnen. Okay, danke. Hey Freunde, man muss schon sagen, das Ganze sieht schon fett aus, ne? Wenn ich hier mal so rumgucke, also ich weiß nicht, ob ich noch nach da hinten hin kann, aber das könnten wir ja rein theoretisch auch mal ausprobieren. Aber jetzt, wenn man sich das hier so anguckt, so hier überall, sieht schon fett aus, ne? Mit der ganzen Skyline und alles. Ich gucke auch immer, ich habe die Webcam jetzt woanders. Also die Webcam nicht, die Webcam ist immer noch da oben von der Seite, aber mein Bild ist woanders. Und warum erzähle ich euch das überhaupt? Mein letztes Ziel für dieses Video ist einfach auf das Empire State Building. Das ist das Empire State Building, ja, Luca. Es ist, glaube ich, das höchste Gebäude in New York und, beziehungsweise in, wie heißt diese Stadt? Die heißt auf jeden Fall nicht Spark Town, sie heißt Spark Tower, also Spark Tower ist dieser Turm, aber wie heißt denn dieses Ding? Und da ist auch ein A für Avengers. Hey, wie heißt nochmal die Stadt in Avengers oder in Iron Man? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ey, da oben ist schon wieder so eine Box. Ey, wie geil. Oh fuck, ich bin viel zu weit oben. Bleib ruhig. Ich bin in der Box drin. Nein! Hol dir die Box. Alles gut, alles gut. Da ist die Box. Und jetzt Flugmodus verlassen und runterfallen. Ja. Oh, cool. Bin auf irgendeinem Gebäude am Rand. Hier dich vergraben, du blöde Kuh. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Erstmal wieder das Shield-Motorrad hier an den Start holen. Ich könnte mir echt vorstellen, hier mehrmals was von hochzuladen. Ich hatte zwar sehr, sehr viele Probleme, das Ganze aufzunehmen, aber ich wollte es unbedingt mal aufnehmen, weil es ist quasi GTA, aber nicht krass brutal, wisst ihr? Okay, da vorne ist irgendwo eine Brücke. Die muss ich jetzt erstmal irgendwie finden, wie ich da hochkomme. Achtung, heiß und fertig. Also wenn ich einen Kritikpunkt habe, dann eindeutig die Steuerung. Es ist so schwammig, mit dem Motorrad zu fahren. Wenn ich jetzt geradeaus fahre, geht's. Aber trotzdem hier, ich hüpfe erstmal so. Was? Ich wollte im Hüpfen lenken und dann habe ich einfach so einen Stunt gemacht, Alter. Läuft bei mir. Oh, was ist das denn? Ich glaube, die Skyline da hinten ist echt gesperrt. Das ist ein bisschen doof. Naja, fahre ich wieder zurück. Alter, ich komme nicht... Ich fahre immer wieder gegen die Wand und dann wieder gegen die Wand. Na, egal. Ich würde auf jeden Fall sagen, Freunde, das war's mit diesem Video. Ich habe mal einfach jetzt dieses Disney Infinity so ein bisschen angespielt. Ist ein bisschen unrealistisch und die Steuerung ist ein bisschen schwammig, aber an sich eine gute Idee. Quasi GTA so ein bisschen,
So ein bisschen so Open World. Obwohl, es ist ja nicht unbedingt GTA. Ich meine, es gibt ja voll viele Open World Spiele. Da muss ich ja nicht unbedingt GTA als Beispiel ranziehen. Aber es ist auf jeden Fall cool. Ich finde es witzig. Ich fand auch die Anfangsmission ganz geil, wo man quasi durch so ein interaktives Tutorial die Steuerung gelernt hat. Ich hasse das immer, wenn man gesagt bekommt, ja, das ist deine Steuerung und hier mach jetzt mal was raus. Sondern es ist wirklich so, ja, hier ist ein Feind. Drück die und die Taste, um ihn zu töten und so. Das ist eigentlich ganz chillig gewesen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben. Und ein Link zum Spiel ist in der Beschreibung, falls ihr es runterladen wollt. Es ist kostenlos. Von daher könnt ihr das Ganze locker mal anzocken. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Video wieder. Tschüss!